Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, heute ist wieder miteinander fantasievoll Gestaltenzeit und unser Thema Zipfelmützchen. Oh, ich liebe Zipfelmützchen. Ich habe mir früher auch mal eine genäht zum Fasching, aber sie ist ziemlich schwer, wenn man noch so einen dicken Bommel dran hat und so. Also alltagstauglich ist sie nicht so. Da, glaube ich, muss man sich dann eine etwas leichtere Mütze nähen. Wenn man sie als Zipfelmütze tragen will, man müsste es mal ausprobieren. Also ich habe mir damals eine genäht. Ich glaube, das war so ganz normaler Bettlakenstoff, doppelt genommen. Das war ein bisschen schwer. Und dann noch der fette Bommel da dran. Naja, Geschichten könnte ich noch viel erzählen, aber jetzt geht's zu den Damen, die ich gehäkelt. Nein, ich habe sie nicht gehäkelt, die ich verkleidet habe. Genau. Ich habe mir einen Moment. Ich bin unvorbereitet. Ich muss erstmal schnell was holen, was ich euch zeigen möchte, damit ihr versteht, was das Innenteil von der Püppi ist. Ich gehe schnell mal in die Küche. Bis gleich. So, da bin ich wieder mit einem Joghurtdressing. Lecker. Sehr, sehr lecker. Und das ist ja die Basis des Püppchens. Das wollte ich euch noch zeigen. Und da habe ich Steine eingefüllt und damit sie ein bisschen Gewicht hat, die Püppi. Und dann zeige ich euch erstmal mein Prototypchen. Oh, sie freut sich. Da sind die Steine drin. Also man kann auch mit Musik machen. La, la, la. Ja, die Arme. Wird durchgeschüttelt. Ja, das ist das Zipfelmützchen aus dem Fließstoff, den ich oft benutze. Dann habe ich einen Kopf genäht, zwei Kreise aneinander, ein bisschen mit Füllwatte ausgestopft, dann ein Gesichtchen drauf gezeichnet, hier noch ein bisschen Rouge an den Wangen. Dann habe ich hier so Wolle, die so ein bisschen angeraut ist, benutzt. Und dann so ein bisschen Spüliwolle. Für die Dekoration hier so eine Pompons. Ja, dann habe ich hier aus dem Stoff ein Oberteil dran geklebt. Habe ich hier ein bisschen Spitze verwendet. Hier so ein bisschen flauschigen Stoff. Hier nochmal diese Spüliwolle. Hier habe ich so die kleinen Pompons rangeklebt an einen Glitzerband. Ja, und so ist das Püppchen entstanden. Dann kann man das Mützchen nach da drehen oder nach oben lassen. Oder wir drehen es nach dieser Seite. Kommt drauf an, wenn beide Püppchen nebeneinander stehen, dann muss man sich das schon so ein bisschen passend hindrehen, damit es auch ordentlich aussieht. Ja, wie gesagt, alles angeklebt, damit es auch hält. Denn haben wir das Püppchen Nummer 1, unser kleines Prototypchen. Mal will noch nicht so, wie er soll, aber wir kriegen ihn schon hingebogen. Auch kann auch ein bisschen hochstehen, das Mützchen. Sieht ja auch schön aus. Ja, denn hier drinne ist Pfeifeputzerdraht. Oh Gott, Pfeifeputzerdraht. Ummantelter Draht. Ja, da kann man die Arme auch noch ein bisschen hinbiegen, wie man das gerne möchte. Hier ist ja noch so ein kleiner Schal und so ein kleiner Glitzerschal. Ja, das ist mein kleines Prototypchen. Hier sieht man noch das Unterteil mit den Steinen. Ja, ich finde es drollig, dass man auch ein bisschen Musik machen kann. Mit der Püppi. Ja, ein bisschen laute Musik, glaube ich. In den Rhythmus wird man wohl nicht so ganz gut kommen, aber ein bisschen Lärm machen kann man. Sich bemerkbar machen. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, wisst ihr ja. So, und anschließend machen wir dann dieses Püppchen. Das ist das Köpfchen ein bisschen größer. Und die hat blonde Haare, lange Haare. Und das ist ein bisschen rosa. Hier ist es ja hellblau. Da hat sie noch so einen
kleinen ja, Umhang habe ich gehäkelt und auch wieder das Glitzer, die Glitzerwolle verarbeitet. Hier haben wir dann den Bommel und da habe ich dann noch so eine kleine Schneeflocke mit dran geklebt. Und hier können sie sich beide guten Tag sagen, die Damen oder die Mädchen. Hier ist auch wieder das Unterteil. Hier habe ich dann die kleinen Schneeflocken an die Pompons geklebt. Hat sie auch in der Hand. Haben beide was in der Hand hängen, dass ein bisschen aufgelockert wird das Ganze. Hier. Und dann habe ich hier Spitze drauf geklebt. Hier habe ich auch Spitze drauf geklebt. Hier unten dann noch so ein bisschen Rüschenspitze. Hier ein bisschen was Goldenes drum. Hier an den Ärmchen auch wieder. Da habe ich dann kleine Handschuhe ausgeschnitten, jeweils 2 Stück. Die habe ich dann aufeinander geklebt. Und hier drin ist dann der Pfeifenputzerdraht. Ja, so sehen sie aus. Und auch noch ein bisschen Rouge hier drauf. Und das sind meine Zipfelmützen-Mädels oder Zipfelmützendamen. Ja, ich finde sie sehr süß. Sie gefallen mir beide und die Idee mit dem Körper, dass man darunter so ein Plastikfläschchen verstecken kann. Dann hat man richtig einen festen Körper, an dem man dann die ganzen Sachen ankleben kann. Finde ich sehr schön. Natürlich könnte man auch die Kleidung nähen und dann den Körper so anziehen. Natürlich geht das auch, aber ankleben ist auch prima. Nochmal ganz herzlichen Dank an den Erfinder der Klebepistole. Ohne ihn sieht man öfter alt aus. Denn kleben tut das ja wunderbar damit. Ja, dann freue ich mich sehr, dass ihr reingeschaut habt. Ich verlinke alle weiteren Mitbastlerinnen, die zu diesem Thema in unserer Gruppe miteinander fantasievoll gestalten, etwas Tolles gezaubert haben. Ich freue mich schon sehr darauf, die ganzen Zipfelmützen zu sehen, die entstanden sind. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Schauen, wie diese kleine Püppi entsteht. Vielleicht habt ihr auch Lust, sowas nachzubasteln oder ihr seid ein wenig inspiriert von den kleinen Mädels mit ihren Zipfelmützen. Das würde mich natürlich auch freuen. Und dann sage ich, ich wünsche euch eine wunderschöne, kreative, bastelige Adventszeit und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.